Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play God of War, wo ich mir gedacht habe, Hauptstory ist ja gut und nett, aber ich habe mich spontan jetzt doch anders entschieden, was unsere nächsten Schritte angeht. Ich habe mir gedacht, wir könnten uns mal wieder ein paar Herausforderungen zuwenden. Wir sind deswegen hier zum Weltenbaum zurückgekehrt, denn wir reisen jetzt mal wieder in eine andere Welt. Und zwar eine Welt, die wir jetzt schon relativ lange nicht mehr besucht haben und die wir aber trotzdem noch abschließen müssen, nämlich Muspelheim. Wir sind jetzt in Stufe 7 Kämpfer. Da denke ich, dass wir uns jetzt ein bisschen besser schlagen werden als das letzte Mal, wo wir diese Herausforderungen in Angriff genommen haben. Immer noch total verschnupft irgendwie, ne? Furchtbar. So. Wir erinnern uns ja, es gibt zwei Gründe, warum wir diese Muspelheim Challenges abschließen müssen. Okay, wir haben nichts Neues zu sagen. Und zwar zum einen die Tatsache, dass ich hier in der letzten Challenge eine der Walküren verbirgt, die wir noch erledigen müssen. Sparen wir unsere Kräfte nicht lieber für die Prüfung? Und der andere Grund ist die Tatsache, dass wir das letzte Upgrade für die Blades of Chaos hier kriegen. Aus genau dem gleichen Grund werden wir wahrscheinlich diese Woche auch nochmal nach Niflheim gehen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache das offscreen, aber naja, solange ich für die Woche die Folgen noch nicht fertig habe, können wir ja auch ein bisschen zusammenfarmen. Vielleicht habe ich ja noch das eine oder andere zu erzählen. Ich weiß es nicht. Können wir uns ja wenigstens mal angucken. In Niflheim ist natürlich auch eine Walküre. Und wir haben da noch einiges zu erledigen. Das würde doch noch so ein bisschen auf Trab halten hier. Warum habe ich eigentlich nicht die Schnellreise gemacht? Na, ist egal. Oh. Leute, meine Nase, das ist ja... Okay. Das ist ja furchtbar im Moment. Ich glaube, ich muss gleich nochmal was trinken. War ich hier überhaupt richtig? Nee. Da muss ich hin. So. Und jetzt. Es sagt, diese Prüfung hat noch eine Stufe. Eine schwierigere. Sei bereit, Junge. Das bin ich. Das war das, wo ich die Gegner gleichzeitig töten muss, ne? Nein, oh. Alle so ein bisschen zusammenlocken, ne? Das heißt, in seiner Nähe hier bleiben. Atreus, lasst die bösen Drauger in Ruhe. Wage es nicht, die abzulenken. Das macht nämlich alles nur schwieriger für mich. Ich will die ja alle hier zusammen haben.
Nein, 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 nein. Muss der mich gerade... Muss der gerade jetzt so ein Bullshit machen hier? Oh nein! Das war scheiße. Das war gar nichts. Fangen wir von vorne an. Oh, leck mich doch. Ich hasse das so. Oh, Sackgesicht! Das kann doch nicht sein! Ich sitze mal da, wo du mich nicht treffen kannst. Könnt ihr bitte aus dem Scheißnebel rauskommen? Das ist doch scheiße, was ihr da macht. Komm, komm, komm! Schlag doch zu! Meine Güte. Oh, ist das stressig. So einfach nur, um stressig zu sein. Noch schlimmer geht's ja wohl kaum. Hatten die damals eigentlich auch alle nur Stufe 3? Du bist tot, oder? Welle abgeschlossen. Oh, das geht aber. Das kam mir damals viel schlimmer vor. Oh. Das war eigentlich nicht das, was du machen solltest. Meine Güte! Auf damit! Oh. Okay, das hier ist... Oh, fick dich! Meine Güte, ey! Oh, war das nervig! Ich möchte bitte niemals wieder so eine scheiß Herausforderung machen. Sowas von nervig, das gibt's ja gar nicht. Oh. So. Und wir stehen noch ganz am Anfang hier, ne? Das ist das Schlimme. Schwelende Glut haben wir erhalten. Die braucht man doch für irgendwelche Upgrades, ne? Und das nächste Tor ist auch geöffnet. Nächsten Herausforderungen warten. Es sind, glaube ich, insgesamt 6. Also 6 Arenen. Niemand lebt hier, oder? Nur ein Feuerriese könnte hier leben. Der Prophezeiung nach werden wir die erst zu Ragnarök wiedersehen. Ich meine, es sind 11 Challenges. Würde bedeuten, wenn es immer 2 pro Arena sind, sind 6 Arenen. Und die 6. ist halt der Bosskampf, ne? Wegen dem wir eigentlich hier sind. Und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Weil wir den Bosskampf brauchen, um den Bosskampf gemacht zu haben, ne? Für die Valkyrenquest. Und gleichzeitig ist der die Belohnung für den Bosskampf auch das Upgrade für die Blades. So, jetzt macht nicht wieder so einen Scheiß, ja? Fünf Minuten überleben. Na ja, gut. Bereit. Das sollte machbar sein, oder? Das sollte machbar sein.
Juhu, wir sind ein Wolfsschreck. Also wenn die weiterhin von da hinten kommen, ist das hier kein Problem. So, ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht jetzt nicht hier mitten in dieser Prüfung, aber so insgesamt für diese Prüfung vielleicht mal auf Ratatouille umschalten. So. Eine Minute ist schon um und die Gegner haben uns bis jetzt nicht mal erreicht. Ui! Das ist aber eigentlich ziemlich einfach hier mit den ganzen Live-Orbs, die sie mir jetzt zuschanzen. Au, au. Also ich sehe hier jetzt gerade nicht so wirklich die Herausforderung. Für uns jetzt, meine ich. Das wollte ich gar nicht. Vielleicht mal ein paar Exekutionsspalter hier machen. Sogar da auch mal ein bisschen Zähler sammeln hier. Oh, verzieht euch. Wird zu viel auf einmal hier. So, wir sind ja schon fast durch hier. Das ist ja... So, ich habe irgendwas Erfahrungspunkte erhalten. Wahrscheinlich für irgendeine einen der Aufträge. Vielleicht sogar die Exekution. Blöd, Mann. Vielleicht sogar die Exekutionsspalter-Geschichte. Oh. Meine Güte, ist das teilweise nervig, hier an den Mann zu bringen. Meine Güte, sind wir hier gerade mächtig im Vergleich zu unseren Gegnern. Ich bin Hescher-Drescher. Oh meine Güte, ey. So,
heilen. Und dann holen wir uns die nächste Belohnung. Das war jetzt 3, ne? 3 von 11. Das kann noch ein Weilchen dauern, bis wir das fertig haben. Aber wir machen es natürlich gemeinsam. Ach so, ich wollte gerade sagen, das nächste Tor ist offen, aber nein, das erste Tor ist offen. Ich werde mich gerade überlegen, ob wir vielleicht die schweren Herausforderungen hier jeweils gar nicht machen brauchen. Aber doch, 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 doch. Gegner regenerieren schnell Gesundheit. Es beginnt. Es geht los. Okay. Das sollten wir doch schaffen, oder? Der Junge macht das hier fast alleine, oder sehe ich das falsch? Wenn wir mit unseren Fäusten ein bisschen arbeiten. Aber wenn die Gegner schnell Gesundheit regenerieren, dann brauche ich, glaube ich, meine Grapple-Attacken, ne? Weil da muss ich stunnen und die so erledigen, weil das ist ja definitiv jeweils ein Instant-Kill. Okay. Und ja, nebenbei der Pack Silber nicht vergessen. Ich habe übrigens mal die ganzen Rüstungen von Kratos und Atreus verkauft, die wir sowieso nicht mehr benutzen. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen mehr Geld auch. Oh, meine Güte. Es war ja gar keiner in der Nähe. Es war ja gar keiner in der Nähe. Da tut mir jetzt aber leid. Bin soweit. Ach, da ist ja noch einer. Entschuldige bitte, ich habe dich nicht gesehen. Kommt mir das eigentlich nur so vor oder verlieren wir zwischendurch Rage? Hier habe ich gerade ein bisschen ein Problem. Da runter schleudern, alles andere hat keinen Sinn. So. Und Schiff, Mann. Eigentlich läuft es doch ganz gut. Wie viele kommen denn da noch?
Nur mal so aus Neugier gefragt. Oh, hoffentlich gibt es nicht so eine Scheiße wie nimm keinen Schaden oder sowas hier irgendwann. Sowas ist immer Mist. Da versage ich immer. Alter, guck mal, wie schnell sich unsere Runenangriffe aufladen inzwischen. Ja, hier, du mit dem anderen. Steht noch so fertig. Also das war wirklich nicht schwer, das war einfach nur nervig. Ungefähr so wie dieses alle Gegner gleichzeitig töten. Das war auch mehr nervig als alles andere. So, ein bisschen schwelende Glut erhalten. Wunderbar. Und jetzt geht das auch weiter hier. Kann man die Challenges eigentlich wiederholen? Wäre mal eine interessante Frage, oder? Was sagt denn die Karte eigentlich? Die Karte sagt... Ja, wo geht's denn hier zum Gipfel? Ich hätte jetzt gedacht... Naja, egal. Drei von sechs mystischen Toren entdeckt. Ein Ding ist noch unentdeckt hier und das ist ja die Walküre. Die werden ja da auch aufgelistet. Es gibt also in Muspelheim tatsächlich nicht besonders viel zu entdecken. Es gibt hier nicht mal irgendwelche... Raben von Odin oder sowas. So, weiter geht's. Ups. Ich atme nichts als Asche. Zumindest bekommst du sie nicht gleich in den Hals. Ja, zum Glück. Ihr habt zur anderen Seite gekonnt? Ich glaube nicht, aber... Ein Lavafall. Ja, kein bisschen furchteinflößend. Wenn man es ganz genau nimmt, müssten Kratos und Atreus jetzt schon länger tot sein. Denn so dicht neben einem Lavafluss zu stehen, bedeutet, dass Temperaturen herrschen, bei denen der menschliche Körper sofort in Flammen aufgeht. Und das wird ja in Filmen und Videospielen nie so besonders genau genommen. Noch ein Schwert. Wie viele davon es hier wohl gibt? Oh, sechs. Die Stimme sagt sechs. Das ist das dritte, ne? Ah, okay, da unten durch und jetzt hier wieder hoch. Dann ist da oder da irgendwo das Finale dann. Okay. Weiter geht's. Drei von sechs. Schwächere Gegner töten, um das Schild des Stärkeren zu zerstören. Tunater Orlak! Es ist so verdammt schwierig. Atreus dazu zu bringen, tatsächlich auch mal auf das zu schießen, was du willst. Na, komm her hier. So, wo ist der Elite? Da ist der Elite. Und weiter geht's. So, komm. Du willst doch volles Brett aufs Maul, hm? Sei ehrlich. So. Ist das nur diese eine Runde oder haben wir davon dann auch wieder mehrere?
Oh nein. Und tschüss, Mann! Okay, war nur der eine. War nur der eine. Und es gibt hier wieder schön Hacksilber einzusammeln. Und ein bisschen schwelende Glut, wie mir scheint. Ich finde, wir schlagen uns eigentlich ziemlich gut. Hauptsache, die Walküre tritt uns am Ende nicht sowas von derbe in den Arsch. So. Was haben wir denn als nächstes? Töte sie Gegner, wenn diese innerhalb der Goldringe sind. Na. Okay, hier ist der Goldring. Das Blöde ist, dass das ein Zeitlimit hat. 3. Vier. Es kommt noch mehr. Da kommt jetzt bitte einer von euch. So, Welle abgeschlossen. Wachsam bleiben. Okay, jetzt sind da mehrere Wellen. Als allererstes wieder die Frage, wo ist der Goldring? Da ist der Goldring. Na. No. Oh, leck mich doch! Atreus, halt dich zurück, Junge! Atreus, wir wollen die hier in diesem scheiß Ring haben. Töte die doch nicht da draußen. Och, Atreus. Was soll denn die Scheiße? Oh. Wenn ich dem Jungen nicht sagen kann, halt dich ausnahmsweise mal zurück. Weißt du? Die scheiß Dunkelelfen überhaupt nicht in diesen Kackkreis reinkommen wollen. Nervt schon mal ein bisschen. So. Okay, das hier ist potenziell eine richtig nervige Prüfung. Wenn ich jetzt eine Welle verkacke, dann muss ich sie alle nochmal machen, oder? Musste der gerade so da jetzt rausgeschleudert werden? Alter, der Kreis bewegt sich. Dann komm mal her hier. Ja, jetzt ist der Kreis da hinten. Oh, das ist ja ganz besonders stressig hier. Hier hin. Jetzt mal wieder hier hin, aber ich glaube, wir haben es. Und tschüss, Mann. Boah. Also Leute, ihr könnt davon ausgehen, dass die heutigen Folgen sich nur um Muspelheim drehen. Es hat Zusehen, dass wir hier mal vorwärts kommen, ne? Das läuft ja bis jetzt eigentlich ganz gut. Wir haben
Ja, ich würde mal sagen, die Hälfte haben wir geschafft. Den Rest... Oh, Feuerwaffen. Den Rest gibt's dann in der nächsten Folge von God of War. Bis dann.